Willkommen zu Thema am heutigen Donnerstag. Ja, herzlich willkommen. Heute mal ein bisschen haariger unterwegs. Muss halt mal natürlich sein. Nächste Woche, kann ich euch schon sagen, sieht es alles anders aus. Naja, heute reden wir mal über Satire. Ja, ganz einfach deswegen, aber ihr könnt es natürlich schon wissen, warum wir über Satire reden. Es hat ganz einfach einen einfachen Grund. Es geht um ein Video, was diese Woche für Schlagzeilen zwischen den diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland gemacht hat. Und zwar nämlich durch eine recht erfolgreiche Satire-Sendung mit dem Namen Extra 3, selbstverständlich. Läuft immer mittwochs im NDR-Fernsehen, läuft natürlich auch dementsprechend im ersten Programm. Ich glaube, alle 4 Wochen in der ARD, auf das erste. Und es hat natürlich für ein Eklat gesorgt zwischen Deutschland und der Türkei. Die Türkei hat es ja aktuell irgendwie anscheinend nicht so geradewegs mit Pressefreiheit und Journalisten, die geradewegs ein bisschen so gegen die Regierung stänkern. Das tun ja bei uns die Satire-Sendungen ja mit Erfolg. Hat man ja bei einer Partei ja beispielsweise gesehen, aber dazu kommen wir noch. Denn Ende Ostern, also Ostermontag, berichtet wurde, am Dienstag ungefähr so um diese Zeit, also nach Ostern, hat Spiegel Online berichtet, dass der deutsche Botschafter schon letzte Woche zum türkischen Außenministerium zitiert wurde und sich Fragen beantworten musste zu dem Satirevideo, was und mit dem Titel heißt Erdovi, Erdovo, Erdogan. Da ging es um den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, wo er natürlich als Boss vom Bosporus gilt. Ja, klingt schon so ein geiler Name, Boss vom Bosporus. So möchte ich auch mal gern genannt werden, aber ich bin eher der Babbo von Dercho TV, also reicht mir das. Und es ging in diesem Lied unter anderem natürlich über die Kritik gegen ihn und die AKP-Regierung, wie er damit umgeht. Und wie es natürlich auch unter anderem dazu ging, wie Journalisten behandelt werden, die kritisch gegen ihn oder gegen die türkische Regierung, weil ja die AKP ja allein dort regiert, auch vorgeht, so unter anderem. So beispielsweise aber auch natürlich die Politik, wie er mit den Kurden umgeht, die er ja eher bombardiert, als wie es ja in dem Video heißt, gegen den IS. Das hat der türkischen Regierung anscheinend nicht gefallen und so musste der deutsche Botschafter dann letzte Woche schon nach Ankara ins Außenministerium und erklären, was soll der Scheiß, ganz einfach so gesehen. Ja, was hat das aber nun alles zu bedeuten? Ganz einfach, es geht hier auch so ein Stück Pressefreiheit in Deutschland, denn um natürlich ein Land wie die Türkei, die gerne in die EU will, die wir im Kampf zur Bekämpfung der Flüchtlingskrise brauchen, dass dann sowas kommt, ist schon extremst heftig und es zeigt auch natürlich, dass die Türkei unter anderem natürlich wie viele andere Religionen oder Organisationen auf diesem Planeten keine Satire aushalten können, sprich auf Deutsch keinen Spaß verstehen. Denn Satire ist nicht einfach geradewegs eine Kritik zu sagen, das ist scheiße, sondern es wenigstens auf die lustige Weise rüberzubringen, um natürlich auch zu sagen, es ist schon schlimm, dass es so ist, aber es ist lustig. Na, um jetzt nicht irgendwie dasselbe mit schwarzem Humor zu vergleichen, damit wir uns nicht auf eine Ebene im Nils Ruf stellen, das muss nicht sein. Ganz einfach ist es so, es gab derbe Kritik, nicht gegen den NDR, auch nicht gegen die ARD, auch nicht gegen die Sendung Extra 3 und deren Redakteure, sondern gegen Erdogan selbst. Punkt. Da ist es passiert. Und zwar nämlich hieß es dann unter anderem natürlich auch von der Vorsitzenden der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofulugu. Sie sagte, Erdogans Reaktion ist überzogen, heißt es unter anderem. Auch Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, kritisierte die Einbestellung des deutschen Botschafters und stellte aber auch die Beziehungen zur Türkei nicht grundsätzlich in Frage. Also dass es so weit eskaliert, dass man sagen muss, okay, dann verzichten wir drauf. Die Bundesregierung hat sich ja nach Kritik, da haben wir es wieder, etwas spät geäußert. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier von der SPD hat sich gestern erst dazu geäußert, hat sich auch das Auswärtige Amt, also quasi das Außenministerium, sich dazu geäußert, wie das Ganze dann natürlich abläuft und hat sich dazu dementsprechend auch geäußert. Der NDR dementsprechend hat sich auch natürlich geäußert, der natürlich die Sendung produziert. Es heißt vom NDR-Chefredakteur im Bereich Fernsehen, Andreas Cicorewicz, dass die türkische Regierung wegen eines Extra-3-Beitrages offenbar diplomatisch aktiv geworden ist, ist mit unserem Verständnis von Presse- und Meinungsfreiheit nicht vereinbar. Ja, und auch, man hat ja den deutschen Botschafter Erdmann ja
eingestellt und der Beitrag hätte eigentlich auch gelöscht werden sollen. Ja, gelöscht werden sollen. Er wurde nicht gelöscht, ganz im Gegenteil. Man hat ihn mit englischen Untertiteln versehen und sogar mit türkischen Untertiteln, damit überhaupt auch die Zuschauer in der Türkei, die sich das Video bestimmt Tag und Nacht bestimmt angucken, geradewegs die Kritiker, Erdogan-Kritiker, dass sie überhaupt mal wissen, was da so kommt und was das natürlich auch ist. Erst gestern, wie schon gesagt, kam die Reaktion der deutschen Bundesregierung. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirz ergänzte, die Bundesregierung habe ihre Haltung zur Bedeutung der Presse- und Meinungsfreiheit auf diplomatischem Wege deutlich gemacht. Sie bezog sich aber auch natürlich auf die Einbestellung des Botschafters wegen so einer Sache. Wirz betonte, dass auch Bundeskanzlerin Angela Merkel die Auffassung der Bundesregierung bei, in Anführungsstrichen, verschiedenen Gelegenheiten immer wieder gegenüber der türkischen Seite erklärt habe. Und ja, ob sich die Kanzlerin dazu geäußert hat, da können wir schon mal so viel sagen, nein, hat sie nicht. Das ist auch manchmal natürlich so auch etwas lustig. Lustigerweise hat dann auch Christian Ehring in der letzten Extra-3-Sendung, die jetzt am 30. März ausgestrahlt wurde, 2 Wochen nachdem dieses Video gezeigt wurde, beziehungsweise ich glaube sogar 3 Wochen danach, hieß es sogar, wenn Sie Kritik sehen wollen, schauen Sie Extra-3. Wenn Sie keine Kritik sehen wollen, sprechen Sie mit der Bundeskanzlerin. Klingt ein bisschen fies, klingt ein bisschen heftig, aber wenn sich dann noch die Bundesregierung meldet, naja, ist ja nicht mein Problem. Auch Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionspräsident seines Zeichens, hat sich auch dazu geäußert. Und man muss auch natürlich sagen, so ein Land was, wie die Türkei, was in die EU will, ne, und uns geradewegs beim Thema Flüchtlinge unterstützt, sollte nicht auch noch geradewegs die hohe Priorität der Pressefreiheit eindämmen. Okay, man muss jetzt so sagen, die EU und Pressefreiheit, das ist jetzt auch schon so ein Thema, wofür man eigentlich auch eine eigene Themasendung bräuchte. Eigentlich. Weil die EU hält sich ja selbst auch nicht dran, aber davon weiche ich vom Thema ab. Er sagte natürlich, er begrüßt es nicht, dass der deutsche Botschafter nur wegen eines satirischen Liedes einberufen wurde, so die Sprecherin von Juncker auch am Mittwoch. Er glaube auch, dass dies die Türkei weiter von der EU entfernt, anstatt sie näher an uns heranzuführen. Und bei dem Deal, was ja rauskam, dass unter anderem ja die Beitrittsgespräche beispielsweise weiter fortgeführt werden, ich glaube, alleine wegen diesem Beitrages, wegen dieses Satirebeitrages von Extra 3, wird das Ganze etwas zu weit nach hinten geschoben. Und das ist natürlich auch geradewegs nicht gut. Und wenn wir schon beim Thema Erdogan und Kritik sind, beziehungsweise Satire, gehen wir mal von Satire aus weg und gehen mal in Richtung Kritik. Denn es ist nicht das erste Mal, dass unter anderem die türkische Regierung, beziehungsweise die Türkei selbst es versucht hat, dementsprechend, sagen wir mal, Kritikern das Maul zuzumachen, wenn sogar mit Gewalt. Während der Präsidentenwahl und auch der Parlamentswahlen in den letzten 2 Jahren gab es beispielsweise sogar, wurde beispielsweise im Internet viele Seiten verboten, unter anderem auch Twitter wurde unter anderem gesperrt. Also sprich, man konnte nur mit so einem Proxy-Programm IP-Adresse verfälschen und dann mit Twitter natürlich rein. Das war unter anderem natürlich einerseits die Möglichkeit. Andererseits gab es natürlich auch in den letzten Wochen schon auch große Kritik gegenüber. Eine regierungskritische Zeitung wurde vor 2 Wochen ja dicht gemacht, beziehungsweise sie wurde ja geradewegs dann so umstrukturiert, dass sie dann geradewegs regierungstreu wurde und nicht regierungskritisch. Ja, wie die Fernsehsender dort sind, das ist natürlich auch ein bisschen auch wieder ein Thema für sich, wäre auch natürlich ein tolles Thema für Update-Medien natürlich toll. Aber um natürlich auch zu sagen, es ist nicht das erste Mal, dass die Türkei irgendwie durchgreifen will bei Kritik oder bei Satire in Anführungsstrichen. Ich glaube, wenn eine Satire-Sendung in der Türkei sowas gegenüber Deutschland machen würde, wäre uns scheißegal, oder? Könnte man Merkel beleidigen, wie man will. Das wird in anderen Sendungen immer wieder gemacht. Ja, und damit kommen wir natürlich zur Satire. Und da wollen wir auch ein bisschen drauf gucken, was Satire ungefähr ist. Denn es heißt, Wikipedia, Zitat: Satire ist in der älteren Bedeutung des Begriffes eine Spottdichtung, die Zustände oder Missstände in sprachlicher überspitzter und verspottender Form thematisiert. Im heutigen Sprachgebrauch versteht man darunter aber meist einen künstlerisch gestalteten Prosatext, in dem Personen, Ereignisse oder Zustände verspottet oder angeprangert werden. Historische Bezeichnungen
sind auch Spottschrift, Stachelschrift und Pasquill gegen Personen gerichtete satirische Schmähschrift. Das Wort Satire entstand aus dem lateinischen Satira, das wiederum aus Satura, Langs, hervorgeht und mit Früchten gefüllte Schale bedeutet. Im übertragenen Sinne lässt es sich mit bunt gemischte allerlei übersetzen. In früherer Zeit wurde Satire fälschlicherweise auf Satyr mit Y geschrieben, zurückgeführt über die ältere Schreibweise Satyra. Ja, also ungefähr so. Eigentlich bedeutet Satire Hohn und Spott und das müssen sich ja viele gefallen lassen. Und das natürlich auch geradewegs manchmal auch nicht zu Recht, sondern auch dementsprechend. Es gibt halt immer wieder Satire bedeutet natürlich einerseits ist es lustig, aber auch einerseits weiß man auch nie, wie das ist. Viele Beispiele gibt es ja beispielsweise heutzutage mit Presse, Fernsehen und natürlich auch dem Internet. Größtes Beispiel im Fernsehen ist neben Extra 3 auch die Heute Show und das Neo Magazin Royal. Warum nenne ich das Neo Magazin Royal? Wenn wir uns vor einem Jahr erinnern, der Varoufakis Finger, wofür auch den Grimme-Preis bekommen hat. Dafür ist jetzt eigentlich auch das Neo-Magazin Royal unter anderem bekannt. Bei der Heute-Show sind unter anderem natürlich, wie schon gesagt, alle Arten von Menschen, von Vereinen und Parteien natürlich werden auch durch den Kakao gezogen, wie natürlich letztens die FDP, wo glaube ich bestimmt, hundertprozentig, ich bin kein FDP-Anhänger, aber man gibt unter anderem der Heute-Show, glaube ich, die Schuld, dass man aus dem Bundestag geflogen ist. Aber natürlich auch daran muss man sehen, dass man ja eher mehr der Kanzlerin quasi nachgesprochen hat und dann selbst irgendwie bemerkt hat, wir sind nicht mehr die Liberalen, die wir sind. Natürlich auch wie Pegida, AfD und natürlich auch die SPD, die CDU und was weiß ich was. Und natürlich auch wahrscheinlich morgen dann am Freitag, beim 1. April, wird wahrscheinlich aber auch dieser Erdogan-Satire-Song unter anderem auch natürlich dann dazu kommen. Es gibt aber auch nicht nur die Sendungen, es gibt auch beispielsweise die Anstalt unter anderem. Ist auch nur so eine Art Kabarett-Satire-Sendung. Dann gibt es, dann gab es ja die Gerd-Show, das war ja auch ungefähr sowas. Elmar Brandt, wer kennt den noch? Konnte perfekt die Stimme von Gerhard Schröder machen. Was gab es dann noch? Dann gibt es auch das bayerische, ich wusste nicht mal, dass es ein bayerisches Satire-Magazin gibt, Quer heißt das, vom BR. Dann gibt es den sogenannten Satire-Gipfel, hieß früher Scheibenwischer. Und auch natürlich Switch Reloaded ist auch so eine Art Satire, eher Mediensatire, denn dort wird quasi ja Sendungen halt jeweils verarscht. Sei es natürlich die Tagesschau oder so, je nachdem. Aber auch TV Total steht hier sogar im Wikipedia-Artikel, dass das eine Satire ist. Schauen wir mal weiter raus aus Deutschland, natürlich auf den Globus. Da gibt es unter anderem dann auch, wie ich hier selbst aufgeschrieben habe, The Daily Show. Dort wird auch natürlich jede Woche oder jeden Tag halt natürlich, The Daily Show heißt das. Da ist auch quasi wegs die Heute-Show dadurch so ein bisschen entstanden. Jetzt nicht mehr moderiert von Jon Stewart, sondern von jemand anderes. Den Namen weiß ich jetzt geradewegs nicht. Ich guck mal, Trevor Noah heißt der, Trevor Noah. Und da ist auch eine Satire-Sendung, wo unter anderem natürlich die amerikanische Politik durch den Kakao gezogen wird, aber auch natürlich viele Themen des Tages und so weiter und so fort. Es gibt Willkommen Österreich, ist auch eine Satire-Sendung im ORF. Und was muss ich noch gucken, sonst sind am meisten hier nur Deutschland-Sendungen, also Inlandssendungen aufgelistet. Aber naja, wir schauen aber auch natürlich dann ins Internet beispielsweise. Da gibt es beispielsweise der Postillion, ist auch eine bekannte Satire-Seite. Eine tolle Seite, muss man eigentlich sagen, die ja natürlich auch dafür sorgt, dass einige User im Internet diese Meldungen zu ernst nehmen und dann nicht begreifen, der Postillion ist eigentlich eine Satire-Zeitung oder Satire-Seite, nennen wir sie mal so, die eigentlich auf gut Deutsch nur Mumpitz schreibt, obwohl man eigentlich sagen sollte, wäre schade, wenn das nicht mal echt ist. Seit ungefähr fast 8 Jahren gibt es die Seite schon, also der Echo TV gibt es ja schon etwas länger, in Anführungsstrichen etwas länger. Und es ist natürlich auch so unter anderem, dass auch beispielsweise so die Sendungen mit dem Namen Postillion 24 Nachrichten natürlich gibt, also auch so eine Art Satire-Nachrichtensendung, die es dann spät nachts unter anderem natürlich es dort dann auch natürlich gibt. Also wie schon gesagt, das ist auch sehr beliebt. Die habe ich auch auf meinem privaten Facebook-Account. Like ich sie dementsprechend. Das ist natürlich auch super. Und was gibt es dann noch? Es gibt noch Studipedia. Das ist so auch so eine Art Verarsche. Und was ja auch bei Wikipedia steht, das nehme ich von Wikipedia raus. Das zeige ich euch jetzt auch. Das steht hier. Fernsehkritik TV ist auch eine Satire.
Ja, wer das da auch immer reingeschrieben hat, ob es natürlich dann der Holger Kreimeier selbst war, ich weiß es nicht, aber es ist anscheinend so. Es ist ein, ja, hier steht satirisch-kritisches TV-Magazin, also dort wird ja unter anderem viel das Fernsehen auseinandergenommen und vieles und so weiter und so fort. Und da ging es natürlich auch entweder um RTL oder auch natürlich dementsprechend auch früher noch vor 5 Jahren um 9 Live, ja, was es ja schon nicht mehr gibt. Und es ist natürlich so. Ja, Entschuldigung, meine Nase läuft, bin anscheinend etwas erkältet. Und es ist dementsprechend halt natürlich so, dass viele Sachen halt natürlich darauf so basieren, auf Satire. Es gibt auch die Tagespresse, The Onion und Enzyklopädie und so weiter und so fort. Also es gibt so viele Sachen. Was natürlich dann printtechnisch natürlich ist, ist ja das beste Beispiel Charlie Hebdo. Was ja jetzt, sagen wir mal, in den letzten Monaten nicht mehr so groß in den Schlagzeilen war, aber vor einem Jahr natürlich in den Schlagzeilen war wegen des Anschlages von Islamisten des IS, also ja, von Mitgliedern des IS, auf das Satiremagazin wegen irgendwelchen Bildern, aber auch wegen Mohammed-Karikaturen, beispielsweise halt gegen dementsprechende Mohammed-Karikaturen. So kann man das ungefähr natürlich dann sagen. Und das sind unter anderem dann natürlich auch so Sachen, wo man dann halt auch, wo viele dann halt keinen Spaß verstehen. Es gibt auch das sogenannte Mad Magazine in Amerika. Es gab ja auch diese Sendung mit dem Namen Mad TV, was es glaube ich auch schon seit einigen Jahren nicht mehr gibt. Es gibt jetzt seit schon mehr als 60 Jahren in den USA von DC Comics ist es und es ist ein Satire-Magazin. Gab es auch natürlich in Deutschland, aber nur bis 1995, also schon lange nicht mehr. Wer also so ein so ein Magazin will. Ah, es gibt es eigentlich auch schon wieder. Also heißt jetzt, vorher hieß es Mad, das vernünftigste Magazin der Welt, jetzt das intelligenteste Magazin der Welt. Und wird jetzt von Panini in Deutschland gemacht, so kann man das ungefähr sagen. Und es ist natürlich auch so, von 95 bis 2008 gab es, wie schon gesagt, die Sendung Mad TV, was eine Comedy-Sendung eher war, aber anscheinend nicht irgendwie geradewegs irgendwie was mit Satire so am Hut hat. Also so sieht man das auch hier jetzt nicht aufgelistet, kann man das ungefähr sagen. Natürlich auch dementsprechend gibt es auch den Beruf des Satirikers, kann man das eigentlich nennen? Satiriker ist ein Beruf, ich weiß es nicht genau, kann man nicht so nennen. Einige natürlich aufgelistet, wie beispielsweise Serdar Somuncu, Martin Sonneborn ist im Moment EU-Abgeordneter für die Partei, die Partei. Die Partei im Übrigen ist keine richtige, sondern eine Satirepartei. Das ist auch wieder ein Thema für sich. Das ist auch natürlich geil. Unter anderem Martin Sonneborn ist unter anderem auch der das bekannteste deutsche Satiremagazin, so kann man das natürlich nennen, ist ja unter anderem ja, das Titanic-Magazin. Kann man so auch natürlich sagen. Unter anderem auch gegründet von, ich glaube auch Martin Sonneborn. Ich glaube aber, der war mal Chefredakteur, oder? Martin Sonneborn? Wenn ich mich nicht recht irre, korrigiert mich bitte. Im Moment ist der nämlich Abgeordneter, Martin Sonneborn, war auch bei der Heute-Show dabei, immer wieder die geilsten Beiträge gemacht für die Heute-Show. Ist Satiriker, wie schon gesagt, aber auch Politiker, ist natürlich für die Partei dabei. Die Partei heißt selbst Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Die Partei. Und also steht es auch Partei, ne? P für Partei, A für Arbeit, R und so weiter. Ihr kennt das ja. Mitglied des Europaparlaments und ist natürlich auch dementsprechend so was ganz Besonderes. Auch natürlich genial gemacht, beispielsweise, dass er die Beiträge bei der Heute-Show oder so ist schon halt auch echt toll. Aber ist natürlich auch Mitglied und ist natürlich auch Spitzenkandidat bei der Europawahl 2014 gewesen, das auch mal so gesehen. Dann haben wir auch natürlich noch, wen haben wir? Olli Kalkofe wird hier auch gelistet, ist von Wikipedia, könnt ihr selbst nachgucken, wird aber danach wahrscheinlich gelöscht, je nachdem. Dann auch wird hier Jan Böhmermann geschrieben und Dietmar Wischmeier, der auch ab und zu mal bei der Heute-Show zu sehen ist. Jon Stewart ebenfalls, Serdar Somuncu, Harald Schmidt wird hier auch genannt. Oder auch natürlich Vico von Bülow, Loriot war auch ein Satiriker, muss man auch so sehen. Und ja, ist natürlich alles, sind natürlich dementsprechend. Aber es gibt auch Satire im Film. So beispielsweise letztens, ja jetzt vor einigen Monaten, muss man sagen, oder vor mehr als einem Jahr, The Interview. Da ging es ja um den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un. Eine Parodie sollte das natürlich sein, so eine Talkshow, und da sollte man ihn dann umbringen oder so. So heißt es dementsprechend. Und im Vorfeld wurde natürlich, der Kinofilm ist ja jetzt schon seit ein halbes Jahr draußen, also mehr als einem Jahr draußen, kam zu Weihnachten 2014 in die Kinos.
Und es gab ja natürlich da diesen berühmten Hackerangriff. Und dann gab es natürlich auch so, dass dann irgendwie Drohungen waren und alles Mögliche. Aber der Film kam anscheinend, ich sag mal, jetzt geradewegs kammergut an. Ich weiß nicht, ich habe es leider nicht geguckt. Ich müsste mal gucken, ob ich den bei Amazon gucken kann. Wenn nicht, dann nicht. Aber was soll's. Es gibt beispielsweise auch, wie schon gesagt, Truman Show ist auch eine Satire. Satire auf die Medienwelt. Das ist ja beispielsweise, kennt man mit Jim Carrey. Das ist beispielsweise ein Satirefilm oder ja, so gesehen Satire im Film. Oder MASH ist auch, ist eine Koreakrieg-Satire, wo es ja um den Koreakrieg, wo ja so eine kleine, ich habe es wieder mal vergessen, wie ich das nennen soll, so eine satirische Komödie, die ja so ein Feldlazarett Anfang der 50er Jahre spielt, während des Koreakriegs unter anderem, und ist auch richtig erfolgreich geworden. Und das alles natürlich, es gibt auch noch viel Citizen Kane als Geschäfts- und Mediensatire. Was haben wir noch? Dr. Seltsam, Führung für Hitler, auch eine Showbiz-Satire aus den 80ern. Das Leben des Brian ist natürlich sehr bekannt, hat, glaube ich, von mir einer meiner Twitter-Follower, und den ich folge, auch gesehen. American Beauty heißt es, unter anderem Amazon, anspruchsvolle Gesellschaftssatire. Und letztens halt, wie schon bekannt, The Interview. Und das ist natürlich auch so dementsprechend. Wie schon gesagt, es gibt viel zum Thema Satire. Die ganze Geschichte der Satire könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung durchlesen. Und das natürlich auch so mal auch zu sehen, was es so ungefähr ein bisschen bedeutet. Ich habe jetzt halt ein bisschen von Wikipedia abgeguckt, aber das musste halt natürlich auch mal sein, weil so viel Papierkram kann ich nun auch wieder nicht ausdrucken. Aber Entschuldigung. Aber nochmal zurück zu Extra 3, zur gestrigen Sendung. Sie fand gestern statt, ganz normal, aber ein bisschen so powered by Recep Tayyip Erdogan, so ungefähr. Und das Intro war mal ausnahmsweise nicht das Bekanntere, sondern auch die Ansage beispielsweise war auf Türkisch. Ich habe mir vorher noch die Sendung angeguckt, gestern habe ich selbst nicht geguckt. Und dann war natürlich auch die ganze Sache mit diesem Video unter anderem, wie Ehring natürlich sagte, wegen dem Botschafter, sagte er beispielsweise, die haben heute den türkischen Botschafter bei uns einbestellt, er ist nicht erschienen. Wenn Erdogan Kritik hören wolle, müsse er extra drei sehen. Wenn er keine Kritik soll, will er keine Kritik, dann sollte er besser die Bundeskanzlerin treffen. So wie ich das am Anfang natürlich auch nochmal gesagt habe. Und Ehring hat natürlich auch so satirisch, wie es halt auch nur möglich ist in dieser Sendung, für eine Deeskalation natürlich zwischen Extra 3 und der türkischen Regierung natürlich plädiert, wo er darauf gesagt hat, wohin soll das führen? Krieg? Naja, er selbst hat nur Zivildienst geleistet, sagte er, aber man müsse Erdogan dankbar sein, dass die Zusammenarbeit mit ihm hervorragend geklappt habe. Extra 3 wählte ihn deswegen aber auch zum Mitarbeiter des Monats. Naja, und wie schon gesagt, wer keine Satire leiden kann oder wer keinen Spaß verstehen kann, der sollte einerseits morgen am 1. April zu Hause bleiben, sich einschließen und keine Nachrichten oder so gucken, empfangen oder was weiß ich was und warten, bis der Tag vorbei ist. Oder ganz einfach sagen, lustig, ja, so, oder so irgendwie, keine Ahnung. Und wer Satire überhaupt nicht leiden kann, der soll es einfach nicht verstehen, der soll die Scheiße dann einfach mal beiseite legen und fertig aus. Ist auch gut so. Ja, das ist dann auch alles gewesen zum Erdogan-Video. Und das war es auch dann schon heute für Thema. Letzte Sendung auch im März. Heute ist der 31. März. Was würde ich denn noch sagen? Ja, eigentlich nicht mehr viel. Morgen gibt es wieder Update Politik. Dann natürlich wohl einiges zu der politischen Lage, die es natürlich in dieser Woche so gab. Am Samstag ganz gewohnt Update Medien und Update Sport. Und ich muss noch mal kurz sagen, es wird einige Änderungen im Bereich der Bilderzeigungen geben. Also, ich habe ja selbst die Probleme, das werde ich jetzt hier auch öffentlich sagen, das werde ich am Samstag halt sagen, da muss ich mich halt noch ein bisschen dran gewöhnen, denn es wird einige Änderungen da geben. Ihr habt es auch bemerkt, wir haben auch ein bisschen, ich habe auch ein bisschen wieder an den Grafiken rumgespielt, ich habe sie halt mal wieder ein bisschen verändert, aber was soll's. Mehr der Echo TV gibt es natürlich Social Media mäßig, selbstverständlich Facebook, Twitter und natürlich auch unseren YouTube-Channel. Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Alles Weitere natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Alles gut zu lesen, selbstverständlich. Fragen und natürlich Kommentaranregungen unten in die Kommentare, in die Comments rein oder natürlich entweder auf derchotv.de solltet ihr da und natürlich dementsprechend uns dieses Video hier gucken oder schreibt mir eine E-Mail an derchotv@gmx.de oder an info@derchotv.de. Das war's von meiner Seite aus hier von Thema. Morgen Update Politik, wie schon erwähnt. Und ich wünsche euch trotzdem noch einen guten Start in den April. Lasst euch am 1. April nicht verarschen. Und ob ich morgen eine April-Scherzmeldung reinbringen werde. Wer weiß. Mal gucken. Vielleicht fällt mir was Gutes ein. Mal gucken. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Start in den neuen Monat. Tschüss.
Thank you.